Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Simulator 2016 hier auf Philips Gaming mit mir, dem Felix. Und wir sind heute unterwegs mit der S5 zum Hannover Flughafen. Mit einem ICE 2 oder so. Nee, 1. Nee, irgendein ICE, der gerade an uns vorbeigefahren ist. Auf der Strecke Hannover-Hamburg, Hamburg-Hannover. Und wir stehen jetzt gerade hier in Langenhagen, Mitte. Und hier blinkt irgendwas. Auf eine 80. Müssten wir natürlich auch bestätigen. Ich habe allerdings PZB und SIVA nicht aktiviert. Weil jetzt S-Bahn fahren, ach, braucht man, ne? Und dann andere Tastenbelegungen. Dann mache ich das wirklich lieber bei Virtual Railroads Fahrzeugen. Da weiß ich wenigstens. Oder bei Traction, aber nicht DTG unbedingt. Wow. Ich hätte SIVA alleine auf der Q-Taste und sowas. Wow. Nee. Muss ich echt nicht haben. Und so fahren wir einfach mal ein bisschen gemütlich. Ich habe schon genug zu tun mit Bremsen, ne? Also. Das müssen wir auch hinbekommen. So, unser Aufenthalt wäre ja eigentlich verstrichen. Man läuft aber noch. So, ja, mein Gott. So eine Anzeige für was? Vollgas voraus. Tut es auch, wie die Vorgäste ein bisschen rumschütteln? Ja, tut's wirklich. Naja. Wenn sie ein Problem haben, sollen sie wieder vorne an der Türe klopfen. Wenn sie da hinkommen beim Anfahren. Oder sie schleudert es bis nach hinten. So, das war eine 80. Wie ich aber hier unten sehe, ist die 80 ja dann erst bei der Ausfahrt aus Langenhagen Pferdemarkt. Nein, ich möchte nicht, weil ich möchte wissen, wie der Fahrplan ist. 23 soll man da sein. Das ist bestimmt noch recht gut einzuhalten. Ich muss allerdings eben noch mit dem Bremsen. Das ist, beschleunigen tut es sehr schön. Aber dieses Bremsen, das ist manchmal... Wollte ich mir mehr erwarten wollen. Also, wäre schön, wenn es ein bisschen stärker wäre. Da kann man so ein bisschen besser dosieren. Und dann kann man ja auch nochmal, wenn es wirklich zu stark ist, auch zurücknehmen, ganz einfach. Daran soll es ja echt nicht scheitern. Pünktlich. Pünktlichst sind wir sogar da. Und jetzt, glaube ich, wenn wir jetzt auch bloß eine Ausfahrt mit 80 haben, genau zweigen wir hier ab und fahren dann hier rüber. Zum Flughafen. Hoppala. Den wir dann hier 5.28 Uhr erreichen sollten. Aber noch haben wir hier Aufenthalt. Von 23 bis 24, naja. Das dauert echt. Das sind echt lange Wartezeiten, wirklich. Reg ich mich ein bisschen auf, aber gerade als S-Bahn bist du doch ein bisschen mehr angehalten, kürzer zu stehen und noch schneller zu fahren, als wie eh erlaubt ist. Da, ich warte schon wieder ein ICE vorbei. So, 80 haben wir jetzt maximal. So, wer denkt, na, dass ich keinen Sound anhab, das denke ich auch manchmal, aber der Zug und auch die Züge, die vorbeifahren, sind einfach so leise, du hörst die gar nicht. Deswegen, die Pfeife hier vom Zug hört man ein bisschen. Also, ne, in die Kommentare schreiben, sag mal, mach mal bitte deinen Ton an hier, wir hören ja gar nichts. Man hört auch nichts, ich höre auch nichts, wirklich. Das... viel zu leise. Das Züglein.
da kann ich leider auch nichts dran ändern. Oder ein Sound-Update drauf spielen, wenn es ihn gibt. Ja, jetzt fahren wir hier noch das Stück eingleisig. Das ist immer was Schönes, immer eingleisige Strecke. Haben wir eigentlich, ja, haben bis jetzt überall auch Haken bekommen. Und dieses Signal zeigt mir grün an. Das heißt, Einfahrt besteht auch. Und hier sieht man schon so im Hintergrund so leichte Flughafengebäude. Hier war so ein Hangar hier drüben und hier, glaube ich, Hotel oder so. Aber hier sind mehrere Gebäude vom Flughafen zu sehen von der Strecke aus. Gerade hier auch ein großer Parkplatz. So, unsere Einfahrt ist allerdings jetzt bloß mit 50, denn der Bahnhof Hannover ist ein Tiefbahnhof und auch zumindest hier im Train Simulator ein Kopfbahnhof. Ich weiß nicht, wie es in Wirklichkeit ist. Ich denke auch mal schon, wird auch bloß ein Kopfbahnhof sein, weil sonst würde hier nicht diese Strecke bloß eingleisig sein. So, und da sind die Bahnsteige. Ich habe echt das Bremsen nicht vergessen, weil gerade hier ist ein Prellbock am Ende. Der würde uns dann zum Stehen bringen. So. Ja, Folgenlänge ist, finde ich, in Ordnung. Szenario ist auch zu Ende, da kann ich ja jetzt nichts machen. Ich würde ganz einfach mal sagen, das war's an der Stelle von dem Szenario. Ich hoffe, der S-Bahn Hannover-Fan ist damit zu seinen Kosten gekommen. Ich hoffe, ich konnte ihm seinen Wunsch damit erfüllen. Und ich hoffe mal ganz einfach, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und ich sage mal ganz einfach, bis zur nächsten Folge, bis dahin und ciao.